Ach ja, ich hatte was vergessen zu erzählen. Und zwar hat der Dr. Corti mit mir einen Armlängentest gemacht, um verschiedene Fragen zu klären. Und ich kannte diese Methode irgendwoher und jetzt bin ich auch drauf gekommen, woher. Und zwar schaut mal in YouTube, da gibt es Videos von Innerweis. Ich glaube, das ist vom Uwe Albrecht. Und zwar den Armlängentest. Also, jo, finde ich cool, dass der Dr. Corti das auch kennt und auch anwendet. Und ich habe heute erstmalig von ihm eine Reiki-Sitzung bekommen. Cool. Jo, cooler Arzt. Ach ja, und was er auch noch gemacht hat, war eine Aura-Reinigung. Sehr cool. Der hat aber auch, ich sag mal, der war ja auch Chef von der spanischen Ärztekammer, ist natürlich Schulmediziner durch und durch, hat natürlich meinen Bauch abgetastet und so weiter und Darm und Zwölffingerdarm und Leber und Milz und hast du nicht gesehen und alles okay. Aber wie gesagt, mich hat es erstaunt, dass er diese Methoden kennt und dass er sie auch total selbstverständlich anwendet. Und ja, da fühlt man sich doch gut aufgehoben. Das ist doch richtig klasse, dass ein ehemaliger Schulmediziner sich nicht nur in Homöopathie auskennt und die Banerjee-Protokolle kennt, sondern eben auch diese Diagnostikmethoden und ja, und Energieübertragung macht und so weiter. Also richtig klasse. Daumen hoch, Dr. Corti. Super geil. Ja, toll, toll, toll. Das war mein Nachtrag. Mehr nicht. Mehr fällt mir gerade nicht ein. Und ja, ihr seht mich begeistert. das ist ja kein Zufall, ne? Dass man zu so einem Arzt kommt und den kann man sich auch nicht aus dem Finger saugen. Also das ist so der Punkt, dass man geführt wird. Das ist einfach so. Und zu Beginn unserer Reise im Oktober letzten Jahres, nach dieser niederschmetternden Diagnose da im Krankenhaus, in der Klinik, weiß ich nicht, wenn mir das einer erzählt hätte, ich hätte wahrscheinlich nur müde gelächelt und hätte gedacht, ja, wäre schön. Aber es ist einfach so, wir sind von Arzt, zu Station, zu Klinik, zu Heilmethode, zu das, zu das, zu das und immer irgendwie in Anführungsstrichen zufällig drauf gekommen. Und ja, ein steiniger Weg, aber es hat sich gelohnt und es lohnt sich noch und bin total glücklich und dankbar und ja, hammermäßig. So, also dann tschüssi, das Wetter draußen wird immer trüber. Mal gucken, was wir heute noch anstellen. Ich wollte euch das nur erzählen, weil mich das erstaunt hat. Und ja, man fühlt sich so bestätigt, dass man halt in guten Händen ist und dass der Junge ein bisschen mehr weiß als Schulmedizin und als Pflanzenkunde und Homöopathie, sondern eben auch mit Energie arbeitet und so weiter und Aura und hast du nicht gesehen und ja, richtig klasse, richtig geil. Also dann tschüss und winke, winke und habt einen schönen Restdienstag. Morgen kommt unsere Patricia, unsere Zauberfee und mal gucken, dann geht es wahrscheinlich endlich der Terrasse an den Kragen, also der Sitzecke, dass man sich da hinsetzen kann. Im Moment sieht es da noch ein bisschen staubig und dreckig aus, weil ja, der Wind und der Regen und so weiter, da muss man halt ab und zu mal alles abwischen und sauber machen und das macht die Patricia morgen. Jo.
sonst gibt es nichts. Ende der Woche werde ich mich mit ihrer Mutter treffen. Die ist hier sehr aktiv in Spanien, in unserer Gegend. Soweit ich das verstanden habe, wenn ich das richtig verstanden habe, und zwar mit einer Initiative zur Krebshilfe, also für Betroffene und so. Und ich hatte ihr von den Banerjee-Protokollen erzählt und hatte ihr auch ein paar Links gegeben. Und ja, und darüber will sie sich mit mir nochmal unterhalten und wahrscheinlich dann Ende der Woche irgendwie, dass wir uns treffen. Mal gucken, vielleicht sitzen wir dann schon draußen in der Sitzecke, trinken eine Tasse Kaffee. Ja, ist eine ganz tolle Frau, steht mitten im Leben, ist Lektorin, ja. Das heißt, die Autoren wenden sich über den Verlag an sie. Sie wird dann empfohlen und lektoriert die Bücher und lebt sehr gut davon. Eine richtig tolle, aufgeschlossene Frau. Ja, sehr nett, sehr sympathisch. Schauen wir mal. Bin sehr gespannt auf das Gespräch und freue mich drauf. Also dann für heute erstmal tschüss und winke, winke. Bye, bye.